Hallo und herzlich willkommen zu Chardao Harmonische Lehre. Mein Name ist Inga. Die letzten Tage oder die letzten Videos habe ich ja sehr an den Basics gekratzt und um euch euren Tee zu bereiten, fehlt euch noch genau eine Komponente. Wir hatten bisher das Teewasser und Qualität des Teewassers und wir hatten die Ziehzeit und jetzt eine Komponente habe ich noch für euch und dann könnt ihr wirklich die optimale Schale Tee zubereiten für euch auf Arbeit und egal wo ihr seid. Und wenn ihr wissen wollt, was euch noch fehlt, dann bleibt dran! Willkommen zurück, ihr habt den Vorspann geschafft, yes! Die letzte Komponente für euren Tee ist die Wassertemperatur. Wassertemperatur ist sehr, sehr wichtig, ich werde es heute auch sehr, sehr kurz halten. Die Wassertemperatur bei grünem Tee sollte nicht wesentlich mehr als 90 Grad sein und 90 Grad ist schon sehr hoch. Das heißt, wenn ihr euer Wasser aufkocht, müsst ihr es ein bisschen runterkühlen lassen. Was sich ganz gut macht, ist, wenn ihr eure Teetasse habt, ihr das Wasser reinfüllt, kochendes Wasser reinfüllt, ein bisschen wartet und erst dann dieses Wasser euren Tee gebt. Ja, das ist eine durchaus schonende Zubereitung für Grüntee und kann auch für einen Grünteebeutel gemacht werden. Und dann erhöht sich die Ziehzeit ein bisschen, da muss man wieder ein bisschen damit spielen, aber es ist sehr, sehr schonend und der Tee wird auf jeden Fall nicht zu heiß gegossen. Schwarztees können heißer gegossen werden, 100 Grad, genauso wie Oolong-Tees, ist überhaupt kein Problem, dennoch sollte das Wasser nicht sprudelnd aufgegossen werden. Das heißt, wenn es gerade kocht, dann schlägt das Bläschen und mit diesen Bläschen sollte es niemals auf den Tee gegeben werden. Das bekommt den Tee nicht. Und ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen. Die Wassertemperatur, da auch da, probiert euch aus. Manche Tees schmecken tatsächlich mit kühlerem Wasser besser. Ich habe gerade mit den feineren Tees in den letzten Tagen sehr gute Experimente gemacht mit kühlerem Wasser, auch mit schwarzen, feineren Tees. Kühleres Wasser, da meine ich um die 80, 85 Grad und nicht kochend. Ich finde gerade bei Blattspitzen, wenn der Tee aus Blattspitzen besteht, gerade dann kann man etwas kühler aufgießen. Und beim Teebeutel, Grünteebeutel, auf jeden Fall nicht kochendes Wasser. Erstmal abwarten, Wasser ein bisschen runterkühlen und dann den Teebeutel reinhängen. Es macht auch tatsächlich einen Unterschied, wenn ihr das Wasser erst in die Schale gebt und dann den Teebeutel reinhängt, dann zieht der schonender, der Teebeutel. Wenn ihr das mit Wasser übergießt, den Teebeutel, dann entfaltet der Tee sich viel, viel schneller. Auch das ist eine Geschmacksfrage, aber probiert euch aus. Fandet ihr die Informationen hilfreich für euch? Könnt ihr da was mitnehmen? Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann freue ich mich auf eure Kommentare im Kommentarfeld unten. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!